Das Schöne an fehlleitenden oder gestellten Thumbnails ist, dass man sich zu seiner Entstehung eine kleine Geschichte ausdenken kann. Das ist bei Standbildern, die direkt aus dem Video kommen, ziemlich einfach. Bei im Video fehlenden Aufnahmen aber umso interessanter. So auch bei die peinlichste Mutprobe. Prank. Im Thumbnail benutzt Bibis Beauty Palace eine nicht angeschlossene Toilette in einem Baumarkt. Das wäre zugegebenermaßen eine tatsächlich sehr peinliche Aktion. Ihre verpixelten Beine in Kombination mit der heruntergezogenen Hose lassen eigentlich keinen weiteren Spielraum zur Interpretation. Im Video verschlägt es Bibi allerdings zunächst auf die Straße, um von Freund Julian diktiert peinliche Aufgaben zu erfüllen. Ab der 9-Minuten-Marke beginnt auch schon das Baumarktspektakel. Bibi soll einen Angestellten ansprechen, fragen, ob die ausgestellten Toiletten auch zu benutzen seien und darum bitten, eine ausprobieren zu dürfen, sie würde sie im Nachhinein auch wieder reinigen. Ja. Das Ergebnis ist dann ein 30-sekündiges Gespräch mit einem Verkäufer, der Bibi ein Bidet erklärt und auf Nachfrage gekonnt unspektakulär betont, dass derartige Sanitäranlagen im Laden logischerweise nicht zu benutzen seien. Das war's. That's just how it is. Bibi sitzt in diesem Video nie auf einer Toilette. Auf dem Parkplatz bespricht sie dann mit Julian, wie das Gespräch verlaufen ist und wirkt sichtbar vom Ergebnis enttäuscht. Aber außerhalb der Aufnahme lassen sich Julian und Bibi natürlich nicht entmutigen. Boah, Julian, was sollen wir denn jetzt als Thumbnail nehmen? Kein Problem. Bibi zieht sich einfach eine pinke Jogginghose über ihr Outfit, geht zurück in den Baumarkt, setzt sich auf eine unangeschlossene Toilette, zieht die Jogginghose herunter und lässt sich peinlich berührt grinsend fotografieren. Im Nachhinein dann nur noch die Farbe der darunter verborgenen schwarzen Hose in Hautfarben ändern, verpixeln und da ist es auch schon. Ein beeindruckendes, unmissverständliches Thumbnail der Woche. Sich derart zu bemühen, eine sowohl für Produzenten als auch Konsumenten enttäuschende Mutprobe noch skandalös und fehlleitend zu vermarkten, ist eine bisher kaum beachtete Form der Leidenschaft.